Herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Fates Herrschaft. So, weiter geht's. Wir haben im letzten Part ja Gott sei Dank die eine Mission geschafft. Und jetzt laufe ich hier mal alles rum. Bessere Verfassung, sehr gut. Wie wir es halt kennen, alle mal anquatschen. Und sie will wieder Stuff haben. Kriegt sie halt noch ein Haarband. So. Und hier, was mit euch? Mein Putzdienst wurde schon wieder gestrichen. Und nun? Ich tue immer das, was mir gefällt. Okay. Autsch, ich habe mit dem kleinen Zeh der Gerechtigkeit gestoßen. Was ist das bloß? Cool. Alles klar. Während der Übung erlegt. Typisch Effi. Privater Quartier, Liliths Tempel. Erstmal Lilith füttern. Und dann gucken wir mal, was die nächste Mission ist. Oder ich gucke mir erstmal die DLC-Karten an, die heute rausgekommen sind. Die letzten aus Kartenpack 2. Aber vielleicht kommt das auch in einem extra Video. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. So. Dann einmal dahin. Dann habt ihr mir noch geschrieben, dass Mozu und Percy nicht verheiratet werden können, weil Kinder keine Charaktere heiraten können, die keine Kinder sind. Kinder können nur Kinder heiraten, was wiederum dem widerspricht, dass Elise ja eigentlich noch ein Kind ist und... Ach, egal. Ich weiß, was ihr meint, aber Elise ist in meinen Augen halt... Die sind wie 14, wurde mir die Kommentare geschrieben. Und das ist okay zu der Zeit. Nein! Das ist nicht okay. Warum hat die mit 14 direkt ein Kind geworfen? Was ist denn das? Und Percy... Percy? Sophie? Sorry. Ist jetzt fast genauso alt wie sie. Das geht nicht. So. Doch, klar geht das hier in dieser magischen Welt mit der Astralebene. Geht das? Klar. Wir haben 3 Drachenader-Punkte. Die wollen wir jetzt gleich auch nochmal raushauen. Wenn die Verbindung das hier schnell mal macht. Aber mein Hotspot hängt nicht hier. Das könnte eine Sekunde länger dauern als sonst. Okay, cool. Wir können mal gucken in die Boni, ob ich jetzt mal neue Boni... Hier, nee, hier nicht, aber hier kriege ich bestimmt neue Bonis. Belohnung, Kampfboni. So. Ja, ah, den Mondschein kriegen wir. Sehr schön. Und Besuchsboni. Aber nicht mehr. Okay, cool. Dann noch die Drachenaderpunkte raushauen. Können Säulen bauen. Cool. Wo will ich denn die Säulen hinhaben? Keine Ahnung. Wenn ich mal zweite Säule bauen darf, dann... Ne? So eine Feuerkugel. Darf hier hinschießen. Das ist alles halt ziemlich asynchron. Asymmetrisch. Asynchron ist anders. Asynchron ist Ton. So. Asymmetrisch hier alles. So. Ich muss das alles mal auf Skill umstellen. So aufwerten kann ich jetzt nichts. Alles klar. Dann gucken wir uns den nächsten Kampf an. Nach dem Sieg über die Maschine Makarev kehrt Corin nach Nord zurück. Dort erhält sie den Befehl, den Schäfer einen Aufstand niederzuschlagen. Wir können natürlich auch mal eben zum Drachentor gucken. Denn... Muss ich die noch runterladen? Die müsste ich eigentlich auch haben. Hier, Gezeitenwandel und so, das ist ja alles von 2. Muss ich alles mal spielen, weil da sind Charaktere drauf, die ich so nicht gesehen habe bisher. Das habe ich eigentlich bekommen. Das müsste ich eigentlich schon haben. Genau. Warum ist das da nicht abgehakt? Das ist ja voll dumm. Dann weiß man das doch gar nicht. Durch die Mutprobe wurde mir gesagt, kann man Erfahrung farmen. Muss ich mal gucken, ob das geht. Ansonsten kann ich mal eben gucken. Ich kann euch das hier rausschneiden. So, jetzt habe ich alle Karten. Also sind wirklich alle draußen hier. Müsste ich nur mal alle spielen. Das sieht nach einer richtig krassen einzelnen Story aus hier nochmal. Wo mir ja immer noch, was ich ja auch noch machen muss, ist hier, die verborgene Wahrheit 1 und 2, die man ja nur spielen soll, wenn man Offenbarung schon gespielt hat.
Ja, gut, das sind die Maps. Wollte ich mal eben gucken und updaten und gucken, ob man da irgendwie noch was Interessantes vielleicht findet. Aber nein, wir haben vielleicht noch Unterstützungsgespräche zwischen Effie und Corwin. Lecker. Ah, Effie, gibst du ein Bankett? Wer ist denn alles eingeladen? Hallo, my Lady Corwin. Nö, warum fragt ihr? Weil du hier genug Essen für eine ganze Company ausgebreitet hast. Eine Kompanie? Bloß nicht, das ist doch nur ein leichtes Mittagessen, nichts weiter. Ich verbrauche beim Training Riesenmengen an Energie, wisst ihr? Danach muss ich die Reserven auffüllen und das alles zum Schutz von My Lady Elise. Ich verstehe, Elise kann sich mit dir an der Seite wirklich glücklich schätzen. Vielen Dank für die Blumen, ich hoffe nur, dass ich ihren Ansprüchen gerecht werde. Schließlich stehe ich tief in ihrer Schuld. Tatsächlich? Wie meinst du das? Naja, ohne sie wäre ich heute nicht der Mensch, der ich geworden bin. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Ja, könnte ich, aber das ist eine lange Geschichte und ich mag mein Essen warm. Oh, natürlich, entschuldige bitte, ich gehe da mal wieder. Vielen Dank, my Lady Corwin. Okay. Okay, das war's schon. Gut, dann können wir uns jetzt die nächste Mission wirklich angucken. Ja. Sehr gut. Den Aufstand niederschlagen. Gucken wir mal. Rebellion. Königreich Nord, Schloss Krakenburg. My Lady Corwin, wie ich sehe, kehrtet ihr unversehrt und wohlbehalten zurück? Ja. Ja, Iago, wir sind soeben zurückgekehrt. Es ist schön, zu Hause zu sein. Doch ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich will Vater sofort Bericht erstatten. Ja, natürlich. Ich bin sicher, ihr habt viel zu besprechen. Well. Was hat es eigentlich mit der ganzen Aufregung hier auf sich? Ist etwas passiert? Und kleiner Aufstand in Cheve. Zerbrecht euch nicht euren königlichen Kopf. Unsere Soldaten bereiten sich darauf vor, ihn zu beenden, ehe er ausartet. Ein weiterer Aufstand. Sicher kann König Garen mit Details aufwarten, sollte dies euch belieben. Er erwartet euch im Empfangsraum. Ich rate ihm nichts warten zu lassen. Ihn nicht warten zu lassen. So, mein Gott. Exzellent, ich sollte mich gleich auf den Weg machen. Diese Schlange fühlt sich hier im Schloss auf, als wäre nichts geschehen. Der Makarev-Plan war wohl nicht ausgeklügelt genug. Man lebe und lerne. Mein nächster Plan darf keinesfalls so einfach für sie sein. Willkommen zurück, Kind. Ich höre einmal mehr, führtest du meine Befehle perfekt aus. Du wirst immer stärker und das vor meinen Augen. Ich bin stolz auf dich, Tochter. Hab Dank, Vater. Doch nie sollten wir auf unseren Lorbeeren ausruhen. Cheve verlangt sofortiges Handeln. Vielleicht sagte es dir Iago bereits, es gibt dort einen Aufstand. Noch ist er klein, doch das bleibt nicht so. Cheve ist für seine fähigen Ritter bekannt. Wir dürfen ihr Können auf dem Schlachtfeld nicht unterschätzen. Ich sende mein stehendes Heer, um ihn niederzuschlagen, ehe er ausartet. Ich traue dir zu, Corwin, es zum Sieg zu führen. Huh? Ihr wollt, dass ich unser stehendes Heer gegen die Ritter von Cheve anführe? Ganz recht. No. Diese Gelegenheit ehrt mich, Vater. Wirklich, es ist nur, ich habe nicht die Kompetenz, die Truppen gegen solch ein begabtes Heer anzuführen. Sicher wisst ihr jemanden, der sich besser dafür eignet. Widersetzt du dich mir, Kind? Ich vertraue dir diese Mission an, weil ich glaube, dass du sie erfüllen kannst. Enttäusche mich nicht, meine Tochter. Vater. Aber Vater... Sicher, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich schlage den Aufstand in Cheve nieder. Ich setze große Hoffnung in dich, Corwin. Du kannst gehen. Vater, wartet. Kann ich noch einen Moment haben? Ich habe etwas zu berichten. Nun, heraus damit. Yes. Azura, die einst von Roshin entführte norische Prinzessin, ist wieder bei uns. Was? Seid gegrüßt, Eure Majestät. Azura. Ja, mein Lord, ich bin es. Wie unerwartet, es ist so lange her. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Wenn du es wünschst, geh mit Corwin, um den Aufstand zu unterdrücken. Sieh es als Chance, mehr von deiner Heimat zu sehen. Das ist alles. Bringt mir gute Neuigkeiten, meine Kinder. Well. Vater verhielt sich merkwürdig, sogar noch kälter und distanzierter als sonst. Du bist eine lange verschollene Tochter, dennoch sprach er kaum ein Wort mit dir. No. Schon gut, Corwin, ich habe nicht viel erwartet. Huh? Aber er ist dein Vater, das ist nicht richtig. Er sollte mehr... Ich weiß nicht. Schon gut, mach dir bitte keine Sorgen. Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, ich würde ihn je wiedersehen. So gesehen übertrafen die wenigen Worte, die wir wechselten, meine Erwartungen. Azura? Ich würde gern wissen, was wirklich mit Vater los ist und mit Azura. Sie waren fast ein Leben lang getrennt und doch sprachen sie kaum miteinander. Irgendetwas daran stört mich, aber ich kann nicht sagen, was genau. Nun, dafür ist keine Zeit. Ich muss mich auf den Abmarsch mit der Armee vorbereiten. Apropos, all die Soldaten kommen sicherlich hierher, um sich auszuruhen. Prinzessin Corwin, my lady. Hans, was willst du? Es stimmt das so. Also, es gab Gerüchte, dass uns unsere junge Prinzessin anführen wird.
Ich gratuliere euch zu dieser Ehre, Prinzessin Corrin. Genug dieser schönen Tuerei, Hans. Brauchst du mich zu irgendwas? Ja, ich habe bereits auf eure Ankunft gewartet. Als Mitglied der stehenden Armee werde ich euch nach Scheve begleiten. Ich wurde damit beauftragt, euch bei allem behilflich zu sein, was ihr benötigt. Du? Mir helfen? Dir soll ich vertrauen, nachdem du mich in der bodenlosen Schlucht töten wolltest? Tausendfach Verzeihung, my Lady. Ich bete, ihr könnt mir vergeben. König Garen befahl mir, euch anzugreifen, um eure Fähigkeit zu testen. Es wird euch freuen zu hören, dass ihr seine Erwartungen bei Weitem übertraft. Obwohl ihr ein hoschidischer Königsspross seid, stellt ihr euch auf die Seite Nors. Ihr entscheidet euch für eure norischen Geschwister und die, die euch aufzogen. Jeder im Schloss war überglücklich. Es hat unseren Kampfgeist immens gestärkt. Das ist so ein Lügenbold. Ich habe keinen Zweifel, dass ihr uns erfolgreich zum Sieg führt, my Lady. So einen Lügenkap, Kasper, ey. Meine Fresse. Auf nach Scheve. Das ist also Scheve. Merkwürdig, hier scheint gerade niemand zu kämpfen. Vielleicht haben sie sich für die Nacht in ihre Unterschlüpfe zurückgezogen. Wir sollten das auch tun. Wenn wir ruhen, sind wir auf morgen besser vorbereitet. Ich kenne einen verlassenen Palast in der Nähe. Sollen wir dorthin? Klingt gut. Hallo, liebe Schwester. Ich habe schon auf dich gewartet. Was? Corrin! Verdammt, so knapp. Ich wollte eigentlich deinen Verräterkopf treffen. Bist du verrückt? Das hätte tödlich ausge... Bleib zurück, Corrin. Es ist zu gefährlich. Du versteckst dich hinter deiner falschen Schwester, ja? Ein neuer Tiefpunkt. Das hilft dir nichts. Ich habe eine ganze Armee an Soldaten unter meinem Befehl. Hör auf damit, Takumi. Das hat hier nichts mit dir oder Hoshido zu tun. Ich kam, um den Aufstand in Scheve friedlich zu beenden. Bitte lege deinen Bogen nieder und kehre nach Hoshido zurück, wo du hingehörst. Ich wusste, eure Meute würde versuchen, den gerechten Aufstand aufzuhalten. Noch ein Grund, uns zu behaupten. Ich scheine dich verärgert zu haben, Fremde. Darf ich fragen, wer du bist? Scarlet ist mein Name. Ich bin Teil der Widerstandsbewegung hier in Scheve. Meine Leute sind dir gefolgt, seit du Nor verlassen hast. Unsere hoshidischen Freunde waren sehr dankbar, deinen Aufenthalt dort zu erfahren. Dem Königreich Nor den Rücken kehren. Eine richtig kleine Verräterin, ja? Verräterin? Ha! Norische Logik hatte seit jeher einen gewissen Unterhaltungswert. Scarlet hat dieselbe getan wie Corrin, nur dass sie die richtige Seite gewählt hat. Zum Feind überzulaufen und eine Falle für die eigenen Landsleute zu stellen. Kommt dir das nicht irgendwie bekannt vor? Sei still, du. Sag nicht sowas Schlimmes über meine Schwester oder du bereust es. Corrin hat niemanden betrogen. Niemand ist ehrlicher als sie. Ah, wer hat diese kleine Göre das Sprechen erlaubt? Wie lästig. Elise! Allein der Anblick dieser Norengöre macht mich krank. Komm, stirb endlich. Scarlet und ich ruhen nicht, bis Scheve frei ist von norischer Unterdrückung. Ich werde alle töten, die sich uns in den Weg stellen. Es heißt also du oder wir. Ist es nicht das, was König Garen will? Dass wir uns alle bis zum Tode bekämpfen? Du liegst falsch, Takumi. Wenn du noch nur über deinen Hass hinwegsehen könntest. Wenn wir nur über alles reden könnten, könnten wir diesen Krieg friedlich beenden. Kämpfen ist nicht der einzige Weg. Wie viele müssen sterben, ehe du das erkennst? Ruhe, norischer Abschaum! Ich habe genug deiner Lügen gehört, sodass sie ein Leben lang reichen. Ich werde euch alle töten und Hoshido den Frieden bringen. Alle Truppen, bereitet euch zum Kampf. Vernichtet die norische Armee. Takumi. Ja, ich werde euch alle töten. Wenn ich diese Noren töte, sicher geht dann der Schmerz in meinem Kopf weg. Was haben wir denn? Sophie haben wir. Mutzo muss ich gucken. Laszlo haben wir. Perry haben wir. Kann ich mir das noch angucken? So, da sind welche, da sind welche. Oh, Orochi, hallo. Und rein. Ach du großer Gott. Ist Caden auch dabei? Dann kacke ich mich ein. Scarlet. Ich glaube, Caden kam später. Kann ich nicht sagen, dass wir gar nicht auf ihn treffen? Okay. Einheiten. Wie mache ich das denn jetzt? Ich wurde auch gefragt, warum ich Corrin nicht mit Jacob heirate, weil ist so. Weil ist so. Will ich nicht. So. Selena wäre auch cool. Traue ich Sophie das zu? Eigentlich schon. Nyx, Anna, ja. Niles, Jacob, Azura, Arthur. Ich glaube, ich tausche Arthur mit Laszlo aus. Ich
glaube, ich versuche es so. Okay. Let's have a look. Guck mal, danach sind die beiden auf jeden Fall zusammen. Kann man schon mal fast sagen. Schafft er nicht natürlich. Ah, Elise ist jetzt gar nicht kacke. Jetzt habe ich ja nur einen Heiler. Sehe ich jetzt erst. Elise ist ja verwundet und bla. Ja, okay. Uncool. Really, really uncool. Ich gucke jetzt erstmal, was sie machen. Cool, ich stelle sie mal hier hin. Die können ja angeblich dahin. So, ich stelle den dazu. So. Die passen mal hier auf. So. Müssen jetzt... Ah, Fernkämpfer. Dachte ich mir aber. Kriegen ordentlich auf den Sack. Da reicht ein Speer. Wäre natürlich cooler, wenn sie daneben geworfen hätten, aber ist ja egal. Geschossen, gezaubert, whatever. So, Nummer 1 ist weg. Die kommen nicht dran, okay, cool. Warte, bewegt sich ganz schön viel. 15 mal 2, das ist doch schon mal sehr geil. Auch sehr geil. Reicht genau. Sehr schön. Level up. Oh, bald sind wir in den 20er Bereichen. Dann geht's ab. So. Wechseln, singen. Lass mal Corin das Ganze nochmal machen. Dann haben wir hier die Dicken weg. Sehr gut. Ich denke auch, Corin. Das war sehr gut. So. Dann haben wir hier. What do we have here? Wir haben hier. Siebenundzwanzig zu 99%. Ja, dann kann ich eigentlich nie Nein sagen. So. That was easy. So, Nyx kann auch dahin. Die kann ja... Können wir auf Entfernung besser zaubern? Nö. Mist, ich hätte sie anders hinstellen müssen. Machen wir so. Natürlich trifft der Penner. Ich muss sie trennen, das macht gerade mehr Sinn, glaube ich. Merke ich gerade so ein bisschen. So gepaart bringen mir die nicht so viel jetzt. Ich weiß auch nicht, ob man die nur einmal paaren muss so in der Runde und das reicht dann. Ein Herzchen und dann kriegen sie direkt Next Level Beziehungen. Ich weiß es gar nicht, wie das dann ausgerechnet wird. Muss man mal gucken. Ah, da kommt. Ah, der kann ja angreifen. Triff mal nicht. Natürlich triffst du. Oh, die. Au, 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 au. Diese Witzbeule gehen einem echt auf den Geist. Warum machen sie so einen Radau um diese Zeit? Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Sicher sind es wieder diese Deppen aus Chewe. Von denen habe ich die Nase voll. Können sie nicht einfach alle tot umfallen? Benny, ich rede mit dir. Ja, Charlotte, sie sind sehr viel laut. Entschuldigt bitte, aber steckt ihr beide mit den Rebellen unter einer Decke? Wie kannst du das wagen? Wir sind stolze norische Grenzsoldaten. Gütiger, manche Leute haben echt Nerven, uns mit diesen Würstchen zu vergleichen. Stimmt doch was, Benny? Sicher. Verzeiht, ich wusste nicht, dass ihr norische Grenzwachen seid. Ich bin Corin, Prinzessin Los Noir. Ich bin hier, um den Aufstand zu stoppen. Ihr seid eine Prinzessin? Oh. Bitte verzeiht, my lady. Wo sind meine Manieren? Ein kleines Teufelsfähchen muss mich gebissen haben. Verzeiht vielmals. Bitte vergib meiner unhöflichen Begleiterin, my lady. Sie ist exzentrisch. Kein Grund, sie ist zu entschuldigen. Aber was macht ihr hier? Seid ihr gekommen, uns zu helfen? Nein, my lady. Die Rebellen waren laut. Also wollte Charlotte ihnen in den
Benny, du Dussel, mach keine Scherze mit unserer reichen Prinzenfreundin hier. Gewiss sind wir zu eurer Hilfe hier. Ich bin zart beseitet, doch ich kann kämpfen. Schließlich ist es das Mindeste unserer süßen Prinzessin in Not zu helfen. So ist es doch nicht wahr, mein lieber Benny? Sicher. Also ihr beide seht fähig und stark aus. Daher wären wir für eure Hilfe dankbar. Ich bitte nur darum, so viele Leben unserer Feinde zu verschonen, wie es geht. Natürlich, meine Prinzessin. Blümchen wie ich sind fürs Töten eh nicht ausgerüstet. Oh, du meine Güte, ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt, ich Dummerchen. Ich bin Charlotte. Dieses Mammut hier ist mein Freund Benny. Er freut über eure königliche Bekanntschaft. Er freut über eure königliche Bekanntschaft. Ich tue alles, um euch stolz zu machen. Es ist auch nett, euch kennenzulernen, wenn ihr mich entschuldigt. Volltreffer, jetzt spielen wir in der Oberliga mit Benny, mein Junge. Ehe du dich versiehst, stehen wir Schulter an Schulter mit dem Adel. Wie du meinst, Charlotte. Nice, noch ein Ritter. Finde ich persönlich geil. Bist du an Frauen interessiert? Ich würde dich ja... Okay. Also, wir haben hier noch freaking Magics. Das ist echt nervig. Ich muss die eigentlich trennen, die doofen Säcke. Das ist doch nicht cool. Das ist doch nicht cool. Aber jetzt sind hier 50 Gegner und ich kann die Leute nicht trennen. So, machen wir mal weg hier. Ein Zauberer schon mal. Do you even try? So. Okay. 5% Crit-Chance. Komm schon. Do it. Schade. Daneben? Nein, natürlich nicht. I'll be your shield. Dann machen wir den platt. Und dann ist nur noch Orochi dahinter. Aber auch schon mit Meistersiegel Orochi, oder? Sah so aus. Und moi, ja. Schicken wir mal damit darüber. Was kannst du denn? Stahlaxt. Okay. Ich meine, wir haben den Bogenschützen. Wir haben den freaking Bogenschützen. Gehen wir mal ein bisschen offensiv ran. Ist natürlich doof, dass Azura jetzt vorne ist. Die wird wahrscheinlich auch gleich angegriffen und ist dran. Ich sehe es schon kommen. Aber wir riskieren das jetzt einfach mal. Nice. Ist einer davon schon mal weg? Die können gegen Corrin nicht so viel machen. Ja, das dachte ich mir. Und ist auch weg, die Gute. Ja, schade. Hätte ich besser machen können. Gebe ich zu. Naja. Sind die wenigstens schon mal getrennt. Hm. Oh. Ihr habt Angst vor Magie, nicht wahr? Das solltet ihr auch. Oh nee, die trifft auch noch richtig gut. Ja, da kommen die nicht gegen an. Machen zwar ein bisschen mehr Damage, wenn sie offensiv rangehen, aber das kriegen wir schon hin. I did it. Das ist eklig. Ach nö, da steht Takumi. Das habe ich gar nicht auf. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Das gestehe ich. Shit. Kacke. Ich dachte, der steht weiter unten. Okay. Verdammter Shit. Kacke. Da steht Takumi. Wie kacke ist das denn? Und er kommt dagegen gar nicht an. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ich glaube, die rechte Seite wird untergehen.
kommst du gegen den Dicken da an? Auch nicht wirklich. Was ist denn da los? Mach mal einen Crit. Dann nicht. Du kannst Takumi schon mal ein bisschen hauen, aber Takumi wird dich zerstören. Also danach geht einfach ein Feld weiter und dann ist der zerstört. 12 mal 2. 15, das ist echt... Oh, aber 10% Crit-Chance. Mach ein Crit! Nein, okay. Uncool. Die hat aber auch nichts an, ne? So. Wir können ja... Ne, können wir nicht. Könnte man, aber... Könnte. Angriff. Das ist viel Angriff. 12 plus 9. 15 plus 9. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Natürlich trifft die doofe Kuh. So, und dann kann er zu 100% den finalen Schlag ausrichten. Wie konnte ich verlieren? Das war mir doch bestimmt, heute zu siegen. Nicht wirklich, anscheinend. So, ich muss die Einheit mal trennen jetzt mal. Aber hier links kann ich das jetzt auch tun, weil ich glaube, es kommen gerade keine dann. Sind alle genau, die sind alle weggelaufen. Aber hier muss ich jetzt erstmal heilen. Die hat nämlich gut kassiert, die Gude. Das Problem war, dass ich nur einen Heiler habe. Und jetzt rechts halt keinen habe. Und den doofen Fehler mit Corrin gemacht habe. Dass Takumi da steht. Jetzt kriegt ihr auch nicht auf den Sack. Und mit ordentlich meine ich ordentlich. Der überlebt die Runde auch nicht. Sag ich ja. Das konnte nämlich Takumi machen. Bam! Weil Takumi halt... Naja, wenigstens kümmern die... Huch, alle Soldaten kämpfen bis zum letzten Schweißtropfen. Umso besser. Ein Chaos ist der perfekte Zeitpunkt, die Dorfbewohner auszunehmen. Oh nee, jetzt auch noch so ein Scheiß, ey. So eine Kacke hier. Können wir den nicht irgendwie... Hallo, hallo? Die ist fast down, ey. Jacob! Kannst du mal, auch wenn die Pflege bald im Arsch ist, aber wir müssen die gute Charlotte mal heilen hier. Charlotte. Die Charlotte. Was habe ich da gesehen? Da war was Böses für Pferde? Oh, das ist nicht gut. Nein! Ich habe mich verdrückt. Richtig dumm. Den lassen wir mal außen stehen. Ja, schön. Ich habe mich verdrückt. Steuerung Z, bitte. Oh, boy. Ich wollte nach links drücken und hab zu schnell A gedrückt. Und dann ist es passiert. Ich glaube, ich fange die Runde nochmal neu an, ey. Ist ja schrecklich. So, noch einen Bogenschützen. Der tolle Takumi, der übelst viel Damage macht. Und ein Crit! Ja, ist klar! Tot! Ja, nein! Ich hasse Takumi. Ich hasse ihn. Oh, Rainer kommt. Ja, was machen wir denn jetzt? Du hast einen Bestientöter. Retten wir erstmal unsere Pferde. Ein Pferd ist doch keine Bestie, ey. Kriege ich deinen Bestientöter? Nein? Okay. Ich hätte schon gern Rainer jetzt gekillt. Den kriege ich nicht, ja. Sollte er da helfen?
Kriegt er die übelst auf den Sack von Takumi auch, aber wir müssen ein bisschen Damage machen. So. Wer kann sich denn jetzt noch bewegen? Ach, Anna. De Anna. Da ist wieder ein Bestientöter am Start. Uncool, sag ich da mal. Uncool. So, Bestientöter sind uncool. So, wenigstens greifen die nicht an, wenn der eine tot ist, dass der andere dann nicht auch noch angreift. Es reicht, dass der Bestientöter jetzt gleich Dings angreift. Natürlich wird Nyx angegriffen! Oh, die Runde ist schrecklich. Ich hab... Der Anfangsfehler mit Takumi. Und Azura. Hau mal daneben. Ach man, natürlich hauen die nie daneben. Nie. Nie hauen Gegner daneben, wenn es sein muss. Nie. Wiss. Warum greife ich? Also, die schafft es jetzt. Also, ja, war klar. War klar. Das zu 71%, was, das, weißt du, wenn ich jetzt mit 72% angreifen hätte können, hätte ich daneben geschossen. Natürlich passiert das. Du Penner. Das ist doch nicht wahr. Können wir den da killen? Können wir sie killen? Ja, die sterben jetzt hier. Von wie dreist sie sich auch noch wert? Mann! Ja, so kriege ich mega aufs Maul. Boah. Können wir rennen? Können wir weg? Nee. Was eine Kacke hier. Ach komm schon. Sie ist 85% und ich treffe nicht. Aber der Gegner trifft mit seinen 70%. Immer. Immer. Da ist nichts mit 70%. Das im Hintergrund laufen da die 100% beim Gegner. Bei mir nicht. So. So, wie immer aufkommt. Ja, ich werde gerade salzig. So. Was mache ich jetzt mit euch? In den Tod schicken? In den Tod schicken wahrscheinlich. Verdammte Axt. Ich nehme nicht mehr Damage hin. Nicht mal ansatzweise. So kriege ich es richtig dick selbst aufs Maul. Boah, ist das ätzend. Hey, 3 Schaden zu 70%. Hätte mich noch gewundert, wenn ich nicht getroffen hätte. Also hätte mich nicht gewundert eigentlich. Oh, Debuff, hey. Das wird nie im Leben treffen. 58%, never. Never wird das treffen. Es hat getroffen, oh mein Gott. Oh mein Gott. Es hat getroffen. Ich bin begeistert. Holy, hat die eine Aussicht. Mein Gott, die hat ja echt nichts an. So. Hey, die heilen sich. Jetzt kriegt sie aber richtig einen Crit von ihm ins Gesicht, oder? Hätte mich nicht gewundert, wenn der jetzt gekrittet hätte. So. Sie könnte... Pass auf. Ich stelle sie hier hin. Nein, Moment. Das macht keinen Sinn. Es macht alles keinen Sinn. Ich muss sie heilen. Fünf Prozent.
14 zu 30%. Das ist ja auch nix. Triff mal beide, komm. 50-50 zweimal. Nochmal. Ah, gut, Mädchen. Schmeißt sie ihre Axt sogar weg. So. Das war gut. Den machen wir mal platt. Zu 79%. Sicher, sicher. Und wir treffen trotzdem nicht. Wetten. Doch, hey. Ich muss es immer nur androhen. Level up. So. Jetzt haben wir hier safe. Was ist hier in den Häusern? Ihr gehört zur norischen Armee, was? Ihr ruft eine neue Sperrstunde aus, wie? Ich bleib einfach drin. Wollt mich hier auch so legen. Hier, nehmt das mit. Okay, cool. Ich lasse nicht zu, dass noch weiter von meinem Volk unterdrückt für die Freiheit. Ja, die holen wir gleich mit der Bogenschütze runter. Mit Anna. Mit Anna. Ja, sie wird jetzt draufgehen. Obwohl, sie hat genug HP. Das zu überleben. Jetzt nicht mehr. Ja, Charlotte. Ja. Takumi hat gar kein Schild dran. Das war das Problem. Ich habe den nicht erkannt. Ist vielleicht Boss besiegen das Ziel? Weil dann hätte ich es ja jetzt. Oder? Oh, bitte lass Boss besiegen das Ziel sein. Auch wenn ich hier falle, Chewie wird sich niemals beugen. Wahrscheinlich muss ich jetzt den Rest auch noch auslöschen. Das wäre nervig. Anna kann auch bald ein Siegel bekommen. Nein, das war nicht das Ziel. Schade. Wird eng in der nächsten Runde mit ihr. Aber natürlich. Oh, nice. Oh. Bin froh, dass der nicht getroffen hat. Ist hier noch irgendwie ein Hero? Außer Takumi. Takumi hat kein Schild. Takumi kriegen wir nicht down. Das ist richtig scheiße. Hey, mal 3, mal 4. Oh, mal 4. So viel Damage. War da ein Crit bei? 4%, aber selbst dann kriege ich den nicht down. Ich muss echt auf 573 gehen und das lange überleben. Aber werde ich nicht. Weil die ja jetzt zusammen angreifen. Hau mal wieder daneben. Nein, okay. Ach komm schon, du hättest doch wenigstens den einen töten können. Hau daneben bitte. Shit. Weißt du? 82% und sie haut trotzdem daneben. Das meine ich. Diese Trefferchancen, ey. Oh, er hat sich von Takumi wegbewegt. Das ist gut. Außer Takumi stellt sich natürlich um. Das wäre dann natürlich wieder stinkig für mich. Er stellt sich um. Aber er hat sich nur umbewegt. Nicht geschossen. Warum? Wieso kann ich ihm denn jetzt kein Damage machen? Weißt du was? Nee, ich laufe nicht weg. Oh, ist das eine Kacke hier. Jetzt muss ich hier Feind für Feind wegballern mit dem Bogen, aber das wird nicht passieren. Wieso machst du kein Damage? So auch null. Das macht alles keinen Sinn. Hey, hier ein Damage für 23%. What the fuck, was ist das? Was soll das? Die heilen sich hier. Jetzt ist er tot. 100% tot. Dieser Takumi-Mistake am Anfang, Mann. Oh Gott, trifft bitte nicht. Das wäre noch ganz edel. Natürlich trifft er. 66%. Warum sollte er auch nicht treffen? 61% trifft auch. Wetten? Sag ich doch. Looks like I'm
Warum soll ich auch Glück haben? Gosh darn it. Müssen wir normal machen. Ah. Ah. Mache ich das im nächsten Part? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich da nicht schon wieder einen zweiten Part für verschwenden. Wir versuchen es jetzt einfach. Ich schneide das einfach, glaube ich, zusammen. Wenn ihr das jetzt zuerst seht und euch wundert, warum ich salzig bin, ist das, weil ich die Runde schon mal verloren habe. Ich weiß es nicht. So, wir tauschen aus. Die haben freaking Bestientöter. Das heißt, Camilla wäre auch nicht gut. Elise ist hier. Ich brauche einen Second Healer. Lass du aber nutzlos. So. Sophie tauschen wir auch aus gegen Camilla. So. Und wir packen die jetzt nicht zusammen. So, Camilla. Machst den leider nicht kaputt, okay. Da kommst du nicht dran. So. Wir schicken Corin. Wir packen Corin und Camilla zusammen und Corin geht direkt rüber. Das ist doof. Ich lasse die mal wieder näher kommen und warte einfach die erste Runde. So, jetzt können wir auch was machen. Alles klar. Camilla kriegt die nicht tot. Es ist, ekelhaft. Obwohl doch, 19x2, aber ja. Okay, mach mal. Für 4 Damage können wir das mal machen. Da müssen wir natürlich auf Takumi aufpassen. Der muss schnell weg. Der kommt ja gleich direkt. 18x2. 22+9. Dann kriegen wir noch 5 Damage. Machen wir so. Falls was nicht getroffen hätte, aber es war ja alles ziemlich sicher. So. Hat das Level behalten von der Mission Fail? Von dem Mission Fail? Ich bin mir unsicher. So, jetzt haben wir hier die Zauberinos, die ziemlich viel Damage machen. Holy kick, holy freaking shit. What the f. Kommt Dings dahin? Nee, aber er kommt. Warum machen die so viel Damage? Heilige Scheiße. An Anna gar nicht. So. Jetzt kannst du ja sicher den machen. Wo hätte sie auch vorher geschafft, glaube ich. Ich war nur doof. Ich habe nicht gecheckt, dass der erste Angriff gekillt hätte. So. Jetzt den Ritter dazu stellen. Machen wir den auch noch. Haben wir noch einen Zauberer da stehen. Ich glaube, die Erfahrungspunkte aus dem Loose sehen immer noch. Finde ich interessant. So, Elise geht mir nach rechts. Azura könnte... einen ansingen, und zwar Camilla. Die hat die weiteste Range von dem, von der Bewegung her. Dann geht er da nochmal ran. So, und macht, sie macht das ein Bogenschütze. Jetzt muss ich aufpassen. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir hier rüber, weil die Seite, glaube ich, ein bisschen schwächer ist. Kannst dich ja mal hier verbinden kurz. Darfst daneben schießen? Natürlich nicht. Warum auch?
So, jetzt kommen die. Ach ja, die kommen ja jetzt auch noch. Die haben wir jetzt auch noch. Komm, jetzt überspringen, danke. So. Heal. Nice. So, wir haben den Magier hier. Machen wir einfach mit Anna. Anna und Effi. Kriegen beide Erfahrungspunkte. Gut. Und Gold. Cool. So, die kommen ja jetzt auch. Die lassen wir mal auch kommen. Jacob kann sie das mal heilen. Die Pflege ist aber heile geblieben. Also irgendwie, keine Ahnung, wie es das wird. Oder ich habe mich, vertue mich gerade mit den Leveln. Kann auch sein. Wir kommen da aber nicht dran. Nee. So, pass mal. Du musst mal da rein. Weil sonst bist du dort. Sonst bist du dort. So, warte. Takumi steht hier, der Penner. Wir lassen die mal schön antanzen. Kann ich die schon angreifen? Kann ich. 16 mal 2, das ist perfekt. Er müsste dann an Land gespült werden, weil er hat das Reittier dann nicht mehr. Also der Ritter, der kann ja dann nicht mehr über Wasser schweben. Das heißt, der müsste entweder zu uns glitschen. Nee, er glitscht zurück. Okay, sehr gut. Was heißt glitschen? Ja. So, du kommst mal hier rüber. So. Ansonsten warten wir mal, was die machen. Okay, er greift den an, warum auch immer. Den mit der meisten Verteidigung. So, er muss sich jetzt dazu gesellen. Was ich sehr lustig finde. So, den machen wir jetzt kaputt. So. Jetzt haben wir ihn noch. Der macht ihm 0 Damage, deswegen können wir ihn einfach mal draufhauen lassen. Oh, ein Crit. Nice. Gut. Wieder gut aufgeräumt hier. Sehr gut. Takumi ist Erzfeind hier, das ist klar. Die Magier kommen nicht. Die Feiglinge. Stellen wir Effi mal hin, dann kommen die schon. Kommt natürlich die mit dem dicksten Schaden zuerst. Was? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Wahrscheinlich stirbt Effi jetzt wegen der Aktion. Ich sehe es schon kommen. Ja, natürlich stirbt sie. Oh mein Gott. Ich glaube, es kommt keiner mehr an sie dran gerade. Das war Glück. Scheiße! Dadurch, dass der gestorben ist. Oh, bitte, nein. Effi! Dadurch, dass der getötet wurde, war da wieder Platz frei. Verdammt Axt. Mistakes. Mistakes were done. Das Problem ist, Takumi kommt, der Penner. Ich will Takumi eigentlich nicht. Ich will nicht, dass der mich hier abschottet. Wie in der ersten Runde. Ja, hättest du vorher machen können. Dann wäre der tot gewesen, du Vogel. Weißt du, warum sollen sie die Attacken auch vorher machen? Warum auch? Oh, Takumi. Ich baite jetzt. Ich muss Corin baiten lassen, weil sie ist eine der einzigen, die... Kann sie sich heilen? Sie kann andere heilen. Ich will aber auch nicht... dass sie baitet, weil sie kriegt ja nicht tot. Ich kann weg... Nein, ich lass nicht baiten. Lass mal sein. So machen wir erstmal. Aber dann baitet sie. Das ist auch nicht gut. Jetzt kommt... Ach, scheiße, ich hab Fehler gemacht. Ich hab schon wieder Fehler gemacht.
Schon wieder einen dicken Fehler gemacht. Mann. Das ist aber auch eine scheiß Situation, muss man mal sagen, ne? Nice. 83% Chance ausgewichen. Finde ich gerade ziemlich knorke. So, du bist weg. Yo. 3% Crit, ist klar. Aber warum sollte ich auch Glück haben und das bei normalen Gegnern passieren lassen? So, 13. Ja, komm. Trifft jetzt nicht, pass auf. Doch, okay. Sehr gut. Die Seite ist schon mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt musst du doch Takumi weg. Takumi ist echt Problemkind, ey. Kann ich euch irgendwie retten? Nein. Ich kann mich da vorstellen. Aber Takumi kommt. Der kommt. Wenn ich euch sage, der kommt, dann kommt der auch. Ich muss sie hinstellen, sonst stirbt Azura auf jeden Fall. Ja, er kommt. Aber er greift nicht. Er greift Azura an? Sein Ernst? Was für ein Drecksack. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass der Camilla angreift. What the fuck? Was ein Drecksack. Natürlich darf Takumi noch mitkämpfen. Was ist denn das, ey? Der darf jetzt nochmal mitkämpfen und Camilla ist trotzdem tot. Da hat er 2 Kills gemacht in der Runde, der Penner. Mann! Ah, nee, doch nicht. Weil er gut steht. Okay. Okay, warte mal. Nee, so nicht. Pass auf, Camilla. Rückzug. Nicht Rückzug? +26 +12 20, 8, das ist zu viel. Ich könnte Camilla erstmal zurückziehen. Dann kann sie heilen. 21. 21. Sorry, darling. So. Können wir den da hinstellen? Kann Corin ihn besiegen? 20, 24. Oh, Backe, ey. So, er hat nur noch 9. Wenn Niles es jetzt hinkriegt, 10. Das ist auf Safe. Sehr gut. Takumi ist weg. Endlich. Und es ist bisher nur Azura gestorben. So. Und jetzt stelle ich ihn davor. Der kann mich nämlich mal und hau den mal auf den Kopf. Nice, Corin. Nice. Sehr gut. Oh. Das war anstrengend, Leute. Das sag ich euch. So. Mann, war das anstrengend. So, die beiden Herrscher haben wir. Also die Anführer. Jetzt haben wir noch Dingsen. Nee, pass auf. Geh mal in... Nein. Kombi. Dann kannst du nämlich schnell rübergetragen werden. Hätte so länger gedauert. So, und dann gehen wir auch mal rüber. So. Kommen wir da hin. Nee, da sind die Bestientöter am Start. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ich kombiniere dich mal mit denen. Wir wechseln mal. So, dann können die Bestientöter uns erstmal nichts mehr. So.
Nur der Rabauke bewegt sich. Heile ich jetzt Corin erst? Ich glaube, ich heile erstmal Corin. So. Wir müssen ja an die Kackhütte da. Irgendwas, was dem böse enden kann? Nein, okay. Wir müssen die locken. Pass auf, wir locken die einfach hier hin. So. Anna muss Rainer kriegen. Nein, diesmal passiert mir dieser Fehler nicht nochmal. So. Okay, Rainer will den. Wir haben ja Niles drüben. Das heißt, Niles kann sich um sie kümmern. Okay, die kommen auch. Die verteilen sich. Das ist gut. So, wir haben Niles hier. Niles kriegt die aber nicht down. What the fuck? Was ist denn das? Das war gut. So, Niles macht den Rest. Dass er die mit einem Fallschuss nicht down kriegt, das war jetzt ein bisschen traurig. Aber egal. So. Cool. So, jetzt ist sie hier voll. Ach, guck mal. Ach, shit. Hier, Bestientöter. Ich weiß, warum der hier hinreitet, der Penner. Der will sich hier Lies schnappen. Die muss ich jetzt ein bisschen beschützen. Ah, das zählt aber nicht als Bestie. Haha, du kannst mich mal. 21 mal. Boah, 21 mal 2. Wenn das trifft, das wäre schon sehr gut. Vorher muss es ja nur einmal treffen, genau. So. So, hier ist wieder alles grün. So, wir gehen mal hier dran. Ihr seid das noch, oder nicht? Seid ihr gekommen, uns zu töten? Da ist ein Kampf im Gange. Oh gut, ich verriegel und verrammel alles. Danke, dass ihr mich gewarnt habt. Nehmt das. Meistersiegel. Oh, nice. So. Dann haben wir hier noch ein... Ah, das ist gelb. Das ist uncool. Alles relativ uncool. Warte mal, wenn wir in Nahkampf gehen. Wir können halt vollkommen auf Fernkampf gehen. Macht der mir echt so viel Damage? 18 machen wir. Hat der ein Bestien tötet? Der hat einen, ja, auf jeden Fall. Ha! Hast du ein Bestien tötet? Du hast die Eisenlanze. Okay, das wäre wichtig, dass du auf jeden Fall stirbst. Der Rabauke will die ausrauben. Hier war aber nur Geld drin. Das ist okay, das kann der haben. Wegen meiner. So, den stelle ich mal hier hin. Lass den mal von hier werfen. 6 garantierten Schaden. Kann er nichts gegen tun. Waffen Level C. Reichweite ein bisschen gelindert. 19 ist natürlich jetzt ärgerlich. Triff mal bitte. Du wärst eine Riesenhilfe. Sehr gut. Und Anna... Kriegen wir das hin, dass wir irgendwie 100%? Jawohl. Da kann er auch 31 haben. Wir treffen zu 100% zuerst. So. Oh shit, wie jetzt alles immer noch rot ist. Das ist echt uncool. 12. Kriege ich sie mal kurz raus, weil ich brauche sie noch. Ach fuck, jetzt ist das ja immer noch da. Oh shit, jetzt kommt Scarlett. Okay, Anna muss gleich an die Sache ran. Oh, nice, Jacob. Jetzt kriegt sie auf den Säckel. Das war nice. Nicer Damage.
Alter, Rabauke will... Oh Gott, jetzt kommen die Penner von hinten. Die Penner von hinten kommen. Können wir Scarlet mal eben besiegen, weil die ist wichtig. Komme ich da dran? Komme ich dran. Okay, cool. 29 plus 1. Das ist ja perfekt. Das ist perfekt. Triff auch. Nice, Jacob. Nice. So. Hätten eigentlich beide Level up verdient. So. Ja, yeah, jetzt haben wir noch die Penner. Na, die Penner. Stabpflege. Du tötest die Nyx nicht. So. Das lässt du mal schön sein. Und das bereust du erstmal direkt. So. Kann man euch gut vom Pferd hauen? Kann man sowas von. Also vom Wivern. Vom Wivern. So. Haben wir hier aufgeräumt. So, die kommen natürlich relativ schnell von hinten, die Penner. Haben wir noch einen Bogenschütz? Haben wir da noch rumlaufen? Das ist natürlich ärgerlich. Kommt Corin an den Bogenschützen dran? Nein. Okay, wir machen aber. Damage ist schon eine Hausnummer, muss man mal sagen. Ist halt echt eine Hausnummer, ne? Wir stellen die mal alle hier so hin und baiten mal ein bisschen. Ich hätte noch heilen können. So. Das kriegt er wieder. Sie krieg, er kriegt sie nicht tot. Das ist sehr gut. Und ausgewichen ist sie auch noch. Sehr schön. You saved me. Ah, jetzt kommen die Penner von hinten. Nutzen den Nahkampf aus, um nicht den Bogen-Damage zu kassieren. Die machen jetzt nicht so viel Damage an uns. Und wir weichen gerade alles aus. Was ist denn jetzt los? Das ist ja wie, als ob ich gerade Glück hätte. So. Bait ist geglückt. Er wird dafür bezahlen, so wie es aussieht. So, sehr gut. Jetzt kommt der zweite Bait. Jetzt kommt ja nämlich noch einer. Und sie ist jetzt schon Level 18, Mann. Das geht jetzt richtig schnell in der Runde. Ich glaube, das meiste Siegel will echt mal genutzt werden jetzt. Ja, der kriegt auch richtig hart auf den Sack. Und Elise hat dann mal wen zum Heilen nächste Runde. Sehr gut. Jetzt darf nur der Bogenschütze nicht noch kommen. Ah ne, der war ja schon. Sehr gut. Gute Runde. Auch wenn wir gut kassiert haben. So, Elise kriegt auch ein Level up. Was geht, ist Troubadour auch schon... Nee, ne? Die kann nur Meistersiegel bestimmt bekommen. So, kann Corin jetzt irgendwie an ein Haus dran? Wieso gar nicht? So, auf Corin, du gehst hier hin. Sie geht mal eben hier hin. Hör, komm ich da doch dran? Nee, okay. Weil das geht am schnellsten. So. Ja, hier muss ich jetzt gucken. Wir können mal eben hier den hier aufhalten. Hat er nur ein HP. Wow. Mann, Crit. Schade. Und wer ist den hier? Pew. So. Gold bekommen und jetzt noch den hier. Nice, haben wir alle aufgeräumt, die gerade nachkamen auch. Und die haben die XP gut verteilt, außer Azura hat halt nichts bekommen. Ist halt schade. Azura ist halt so ein bisschen, naja, squishy.
Der rennt weg, der will gar nichts von uns wissen. Ja, warte mal, pass auf. Wir machen jetzt erstmal die Besuche. Das lese ich gar nicht mehr vor. So, die wollen wir haben. Genau wie hier. Sakrallanze, das klingt gut. So, mehr Türen haben wir nicht. Dann haben wir alle Türen abgekapert hier. So, und du machst jetzt den fertig und dann ist gut, oder? Dann haben wir es doch geschafft. Dann haben wir gewonnen. Alle tot, alle Gegner. Alle Feinde besiegen war, glaube ich, Ziel. Hoffe ich. Sonst wüsste ich jetzt nicht, was noch fehlt. Jacob und Silas. Nein, wie konnte ich nur verlieren? Nicht schon wieder. Es ist vorbei, Takumi. Du kannst nicht mehr kämpfen. Geh mit dem Herrn nach Hoshido. Verflixt, warum? Warum nur kann ich dich nicht schlagen? Du hast Hoshido verraten, zugesehen, wie Mutter starb, uns alle betrogen. Warum bekomme ich nicht die Gerechtigkeit, die ich verdiene? Wie du schon sagtest, ich muss mich zurückziehen. Nächstes Mal wird es anders. Nächstes Mal muss es anders werden. Ich vergebe dir niemals, Corin. Ich ruhe nicht, ehe ich dich nicht eigenhändig getötet habe. Bei Mutters Grab. Sehr, sehr bald werde ich dich für deine Sünden büßen lassen. Das ist nicht der Takumi, den ich einst kannte. Irgendwie ist der anders. Was meinst du, wie anders? Takumi akzeptierte mich nie als Schwester wie die anderen, aber er war immer nett. Es ist nicht seine Art, die Stimme zu erheben oder jemandem Gewalt anzudrohen. Ich kann das nicht erklären, aber es ist, als ob er ein anderer Mensch wäre. Meinst du, es ist, weil ich Hoshido verraten habe? Könnte das der Grund sein? Ehrlich gesagt, es könnte daran liegen, dass du dich für Noh entschieden hast. Aber es ergibt noch keinen Sinn. Er ist so besessen von Nohs Vernichtung. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, ob das wirklich Takumi ist. Natürlich ist das Takumi. Wer sonst sollte... Jemand hat große Schmerzen. Was ist da drüben los? Es wird lauter. Beeilen wir uns. Tod allen, die sich dem größten Königreich von Noh widersetzen. Bitte, nein! Ach. Hans, hör sofort auf damit! Was denkst du eigentlich, was du da machst? Sorgt euch nicht mal, Lady. Ich hebe ein paar dieser Ratten für euch auf. Ihr kommt gerade recht, um zu helfen, den Müll wegzuräumen, der den Aufstand anzettelte. Bist du des Wahnsinns? Wir töten nicht um des Tötens willen. Und das sind unschuldige Dorfbewohner, sie sind nicht mal Soldaten. Dorfbewohner sind Soldaten, die nur noch kein Schwert ergriffen haben. Lassen wir sie leben, werden wir dafür bezahlen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Das ist keine Entschuldigung, um Unschuldigen ihr Leben zu nehmen. Hör sofort auf. Als Prinzessin von Noh befehle ich, lege deine Waffe nieder und lass sie gehen. Verzeiht mir, Lady, aber meine Befehle kommen direkt von König Garen. Ihr mögt unserer Prinzessin von Anführerin sein, aber des Königs Wort ist Gesetz. Vater hat dir befohlen, so etwas Schreckliches zu tun? Das hat er. Verzeiht. Wenn ihr mich nun entschuldigt, ich würde das gern beenden, damit wir gehen können. Sucht euch ein ruhiges Fleckchen, bis die Drecksarbeit getan ist, my Lady. Hans, warte! Hört auf mit diesem Wahnsinn! Hans! Das ist ein wirklich fürchterlicher Anblick, meine liebe Schwester. Ich wünsche, alles wäre anders. Camilla. Verzeih, aber eben erfuhr ich, dass man die verletzten hoshidischen Soldaten tötete. Und diese Rebellin, wie hieß sie nochmal? Scarlet, ja, armes Ding. Sie töteten sie auf solch... Nun, sie wollten sicher ein Exempel statuieren. Götter, nein. Scarlet hätte uns angehört und wir hätten alles bereden können. Jetzt werden wir diese Chance nie haben. Warum, Camilla? Was für eine Welt ist das, in der wertvolles Leben willkürlich genommen wird? Ist das die Welt, die Vater erbaut? Ist das, wofür ich gekämpft habe? Ich verstehe es nicht. Ich werde es nie verstehen. Wie konnte Vater das zulassen? Wo ist die Gerechtigkeit, die Achtung des Lebens, der Anstand? Sag mir, Camilla. Corin, ich weiß, du bist verärgert, aber wir müssen Vater Bericht erstatten. Er wird wütend, wenn wir ihn warten lassen. Ich lasse einen Boten rufen. Camilla, wie kannst du in solch einem Moment so ruhig bleiben? Verzeih, Corin, ich habe nicht die Antworten, die du suchst. Ich weiß nicht, warum Vater manche Entscheidungen trifft. Ich wusste es nie. Weiß aber, er würde mich sofort töten. Selbst als eine Blutsverwandte würde ich sein Wort nicht gehorchen. Wenn dir dein Leben so lieb ist wie mir, verbirg deine Gefühle zumindest vorerst. Ich weiß, es ist hart angesichts dessen, was um uns herum passiert. Aber es geht nichts anders. Ich habe es eilig. Verzeih. Camilla! Verzeih, aber ich kann nicht akzeptieren, dass das die norische Art ist. Es muss etwas unternommen werden. Ach, der zweite Versuch ging ja nur noch gut und ich bin froh, dass ich keinen zweiten Part dafür geopfert habe. Machen wir halt einen extra lang. Ne? Uncut und so. Naja, bis zum nächsten Mal. Zu feiern in Fates Herrschaft. Ciao, ciao.